Ja, so, wir sind jetzt von Schierke aus zum Ahrensklint gefahren. Das ist die Stempelstelle Nummer 13. Der Ahrensklint befindet sich, wenn wir von Schierke aus hochkommen, direkt links rein. Die Stempelstelle ist geradeaus zu. Hier geht ein Weg links runter Richtung Brocken und ein Weg Richtung Drei Annen bzw. Leistenklippe Erdbeerkopf. Die Stempelstelle ist in Ordnung. Eben nachgeguckt, Stempel sieht gut aus, Stempelgummi ist da, sieht auch sehr sauber aus. Jedoch um der Stempelstelle wieder natürlich jede Menge Abfall. Dort eine Feiglingflasche, dort eine zerbrochene Bierflasche, irgendeine Dose. Sieht aus wie eine Farbspraydose. Ja, sehr viel Müll. Ich sag's immer wieder. Nationalpark hat Müll nichts zu suchen, nehmt euren Müll mit. Dafür gibt es Taschen, Hosentaschen etc. Ja, wir gehen jetzt mal gerade zur Leistenklippe. Zum Ahrensklint, da kann man nämlich oben drauf. Und ja, da gehen wir mal drauf. Auf den Ahrensklint. Da sehen wir schon die Treppe hochführen. Und ein paar Informationen, natürlich betreten auf eigene Gefahr. Und der Ahrensklint wurde unter der Bezeichnung Ahrensklint Adlerfels die älteste Bezeichnung eines Forstortes im Schierker Gebiet. Vor 1411 gehörte er der Wernigeröder Bürgergemeinde. Am 18.01.1412 tauschte der Graf zu Stolberg-Wernigerode den Forstort aus, um sein Wald- und Jagdgebiet abzurunden. Von da an zählte der Ahrensklint zum gräflichen Forst und wurde Schauplatz repräsentativer Gesellschaftsjagden der feudalen Harzgrafen. Heute ist der Ahrensklint ein beliebter Aussichtspunkt, der von zahlreichen Gästen besucht und bestiegen wird. Ja, wenn man von Schierke aus kommt, hat man einen sehr, sehr schönen Weg hochgehend zum Ahrensklint. Wer mit Mountainbike fährt, ja, der muss eventuell ein paar Mal schieben. Sonst wird es schwer mitfahren. Ja. Und ja, da sehen wir schon die Treppe. Und da wollen wir mal hoch gehen. Ist jetzt schwer einhändig. Ich habe wieder die Stollenschuhe hier an. Eindeutig keine Wanderschuhe, das merkt man. Gut. Erste ist geschafft. Da geht's weiter. Ich mache die Kamera mal wieder an, wenn ich oben bin. Das ist mir hier ein bisschen zu rutschig. Mal wieder oben auf dem Felsen und angelangt. Ziemlich rutschige Angelegenheit. Ja, und da geht's dann Richtung 3 an. Da wo mein Daumen da gerade ist. Und da weiter die anderen Ortschaften. Beziehungsweise Quatsch, nee. Moment. Nee, das ist Schierke. Dann gehört das auch noch mit zu Schierke. Da habe ich mich vertan. Drei Annen müsste dann auf der anderen Seite sein. Das ist alles Schierke. Ja, der Brocken ist mal wieder in den Wolken. Die Wolken hängen, denke ich mal, so auf ja, 900 Meter. Hängen die fest. Da kommen sie nicht weiter. Heute Morgen war aber blauer Himmel. Naja. Gut, drehen wir uns mal ein bisschen. Da hinten sehen wir weitere Felsen. Hier ist ein Felsen, da hinten ist noch ein weiterer Felsen. Ja, und dann da kleinere Felsformation hier unten. Ja, also in allem eine schöne Aussicht. Lohnt sich hier drauf zu gehen. Hier hat man wirklich richtig geile Aussicht. Auf jeden Fall empfehlenswert, definitiv. Ja gut, dann machen wir mich weiter zur nächsten Stempelstelle. Mal gucken, wo die ist. Und dann mache ich noch ein paar Fotos. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Stempelstelle. Bis dahin.
sind jetzt bei der Leistenklippe. Das ist die nächste Stempelstelle, Nummer 15. Ja, wir sind über ziemlich vereiste Wege hoch. Also es hat sehr viel Zeit gebraucht. Jetzt haben wir es 11.13 Uhr. Jetzt hole ich mir hier den Stempel und dann gehen wir mal kurz auf die Klippe jetzt als erstes hoch. Und oben mache ich wieder an, weil ich weiß jetzt nicht, wie der Weg hoch ist. Bis gleich. Wir sind hier jetzt nun oben auf der Leistenklippe. Hier weht ein ziemlich doller Wind. Man hört es bestimmt. Da oben ist eine Schütze, da wo ich jetzt erstes hin muss. Da weitere Felsen in dem Bereich. Und dort ebenfalls. Ja. Die Stadt, die dort ist, das müsste Wernigerode sein. Aber wir sind jetzt hier schon fast in den Wolken. Und das ist bei einer Höhe. Ich mache mich weiter. Bis zur nächsten Stempelstelle. Ich mache die Kamera wieder mal an. Wir sind jetzt bei der nächsten Stempelstelle. Das ist Helenruh, 13.02 Uhr. Ja, Helenruh ist dort hinten der Felsen. Und hier vorne ist eine Schutzhütte und in der Schutzhütte ist die Stempelstelle. Ja, in die Richtung kann man Schirke sehen. Ja, die Luftfeuchtigkeit steigt wieder extrem, das sehe ich. Also Schirke ist sehr, sehr diesig, wenn es da nicht sogar schon nieselt. Ja. In die Richtung kommt man zurück nach Elend. Da wollen wir auch wieder hin. Ja, sonst ein schönes Plätzchen. Hier liegt schon Holz, wer Oma das da hingemacht hat. Ist auf jeden Fall, ja, jetzt geht's los mit der Feuchtigkeit, dieser Regen. Auf jeden Fall schon ein bisschen angekokelt. Ja, sonst. Eine der wenigen Schutzhütten, die relativ sauber ist. Hier sind vereinzelt nur ein paar kleine Verunreinigungen, aber sonst im Großen und Ganzen geht das klar. Von der Abdichtung, naja, dort ziemlich viel Luft. Also wenn der Wind so wie jetzt von da kommt, kann das schon ziemlich zugig werden, aber man kann es abdichten. Von hier ist es durch die Erde ein bisschen abgedichtet in dem Bereich und da ist wieder ein bisschen mehr Luft. Ja, die ist leicht abschüssig, leicht schräg abschüssig in die Richtung, aber nur ganz leicht, das fällt nicht auf beim Schlafen. Aber man sollte mit dem Kopf nicht dort schlafen, sondern hier am Eingang, da es doch schon relativ stark abschüssig nach unten geht. Oder man gleicht es mit dem umherliegenden Material so ein bisschen aus, dann kann man sich hier eine schöne Schutzhütte machen. Ja, Helenruh, da steht was. Bei guter Sicht ist von hier der Brocken zu erkennen, der mit einer Höhe von 1142 Meter der zweithöchste Berg in den neuen Bundesländern ist. Der Brocken ist der kälteste, niederschlags- und gewitterreichste Ort in den neuen Bundesländern.
Wenn der Fichtelberg eine jährliche Durchschnittstemperatur von 2,8 Grad Celsius hat, werden auf dem Brocken im Jahresdurchschnitt nur 2,4 Grad Celsius gemessen. Auf dem Brocken fallen jährlich durchschnittlich 1483 mm Niederschlag. Auf dem Fichtelberg beträgt die vergleichbare Niederschlagsmenge etwa 1200. Also ein bisschen rauer das Wetter oben auf dem Brocken. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts weiter hier zu sagen. Den Brocken sehen wir jetzt von hier nicht. Der wird da hinten sein, da wo Schirke ist, und dann hoch und dann nach rechts. Der ist allerdings in den Wolken. Heute Morgen dürfte er frei gewesen sein, war blauer Himmel heute Morgen, aber das Wetter ist jetzt schon wieder ein bisschen verschlechtert. Aber das war auch so angesagt. Nun ja. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob wir weiterfahren in die Richtung und dann irgendwie runterfahren oder ob wir denselben Weg wieder zurück müssen. Das werde ich gleich mal auf dem GPS gucken und dann sehen wir uns bei der nächsten Stempelstelle wieder. Bis dahin. So, wir sind nun an der Stempelstelle Nummer 20, die nächste Stempelstelle. Ja, wir sind gerade da hinten lang gefahren, da wo diese Straße ist. Und sind einmal komplett runter und wieder hoch. Ja, hier durch den Wald. Kann man ganz gut fahren. Ja, und da ist schon der Stempel. Das ist der Barenberg. Ist eine sehr, sehr schöne Aussicht hier. Was natürlich noch geiler wäre, wenn hier eine Schutzhütte gebaut wäre. Dann hätte man hier einen idealen Nachtlagerplatz. Es wäre geil, aber ist halt nicht. Aber da wollen wir uns auch nicht beschweren. Ja, da unten seht ihr dann Elend. Ja, und sonst gibt es hier nichts weiter Besonderes, außer den tiefen Wald. Und dass es dann gleich für mich noch weiter bergauf geht. Immer weiter bergauf. Ja. Gucken wir gleich mal, ob der Stempel da ist. Einwandfrei, Stempel ist da. Gut. Dann bis zur nächsten Stempelstelle.